Hi, meine Lieben. Ja, die Corona-Zeit bringt auch die kreative Seite wieder an einem hervor. Corona ist eine Zeit des Wandels, der Neuinnovation. Man lernt sich von einer ganz anderen Seite kennen und das ist auch gut und das ist auch wichtig, weil die Zukunft muss man jetzt schon anders sehen und dementsprechend anders handeln. Wir sehen, was mit uns passiert. Wir sehen, was mit der Umwelt passiert. Wir nehmen das Ganze sehr bewusst wahr. Und das macht uns in erster Linie Angst. Weil es ist halt anders. Es ist halt, du wirst gezwungen, aus deiner Komfortzone zu gehen, Neues zu wagen, vielleicht hinzufallen, vielleicht aber auch eine ganz neue Seite an sich zu entdecken, wo man sagt, hey, das gefällt mir, das bin ich. Und ich finde es auf jeden Fall sehr toll. Ich selber stelle auch fest, dass sich immer mehr auch digitalisiert. Das heißt, viel mehr wird auch übers Internet kommuniziert, weil wir eine gewisse Solidarität als Friseur verspüren und auch dann intern natürlich viel, viel besser eigentlich zusammenarbeiten als über die Jahre zuvor. Nichtsdestotrotz ist es halt auch ein wichtiger Punkt, jetzt gerade wo die Solidarität einfach so hoch ist, auch dafür zu sorgen, dass es uns weiter gut geht als Branche. Das bedeutet, dass wir auch gucken müssen, dass natürlich genug Ausbildung stattfindet, da wo sie stattfinden kann. Weil nur wer jetzt ausbildet oder wer Auszubildende unterstützt, der hat ja in 2, 3 Jahren einen fertigen Friseur, einen Young Stylist, der halt auch in der Lage ist, diese Branche mitzutragen und das Image weiter zu verbessern. Das ist ja auch eigentlich das Ziel. Und es ist so vielfältig wie nie geworden, alleine durch diese ganzen Webgeschichten. Ich habe jetzt auch einfach für mich mal entdeckt, okay, ich probiere das einfach aus und würde ganz gerne mit euch ein paar Themen besprechen. Und das wäre jetzt heute der erste Teil. Schreibt mir doch einfach mal ein paar Themen, die euch so auf den Herzen liegen, einfach zu. Und ja, dann werde ich zu verschiedenen Themen natürlich auch gerne mal ein paar Tipps und Tricks geben, womit ich mich gerade so beschäftige oder was man halt so sieht innerhalb der Branche. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn dir das gefallen hat, darfst du es natürlich auch gerne liken.